Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Teil 2 von dem großen Grievy-Quiz. Herr Grievous, Gonzales und Clint und Marcel, ein Mod von den beiden, gucken, wer am Ende der Gewinner ist. Der erste Teil kam schon online, das erste Spiel, das könnt ihr gerne abchecken hier oben. Lasst natürlich sehr gerne ein Abo da, wenn ihr die weiteren Spiele nicht verpassen wollt und lasst ein Like da, wenn ihr so Mod feiert. Gehen wir zum Amazon-Quiz. Aber okay. Es ist nicht das mit dem Kaufen, oder? Wo du sagst, ich will das kaufen und sowas. Ihr müsst Sachen ersteigern. Oh nee! Ihr habt 1000 Euro und die wollt ihr jetzt für... Ist diesmal mehr geworden? Ja, ist glaube ich mehr geworden. Marvin geht auf den Hochdruckreiniger. Na klar. Beginnen wir mit Produkt Nummer 1. Ja? Ja. Ihr möchtet unbedingt, ja, ich weiß es, die Lego Duplo Feuerwehrwache haben. Uiuiui. Und Infos dazu. Es sind 117 ganze Teile. Altersempfehlung 24 Monate plus. Mhm. Im Angebot seit dem 1. März 2022 ist also kein altes Sammlerstück. Ja? Aber sehr kleine Schrift. Ja, ich. Produktgröße haben wir 48 x 11 x 37 cm. Also es ist rauskopiert, ne? Ich lese das so vor, wie es auf Amazon stand. Mit dabei sind männliche und weibliche Feuerwehrfiguren. Ein Was Bett. Mit divers? Hä? Finde ich jetzt mal gar nicht schön. Ich hab's rauskopiert. Ein Stuhl, ein Tisch, eine Karte, eine Pizza und vieles mehr. Ja? Mit einer Feuerwache, einem Push-and-Go-Feuerwehrauto mit Leiter, Schlauch, Lichtern und Sirene. Und einem Hubschrauber. Ja? Der High-Quality-Shit ist es hier. Eine 4,4 von 5 Sternen-Bewertung. Und der Kommentar, der Top-Kommentar ist, es ist einfach lieblos. Keine schönen Details, kein Druck auf dem Helikopter. Der Leiterwagen ist ein Witz. Leiter fällt ständig ab. Kein Rettungswerkzeug dabei. Und alle gelben Teile sind nicht gelb, wie auf dem Foto, sondern richtig neongelb. Passt überhaupt nicht zum Rest. Es ist einfach nur richtig billig. Hat das der Held der Steine geschrieben? Das ist die Gesamtbewertung da, ne? Ja. Da kann ich keine 4,4 Sterne geben. 30, sag ich. 30 ist das Startgebot von Brawly. Geht jemand über 30 Euro? Ja, 55 Euro. 55 Euro. 56 Euro. 56. Machen wir 5 Euro. Okay, dann 60. Dann mache ich 60. 60 Euro. 60. 65 Euro. 65 Euro zum ersten. 70. Ich will es haben. Euro. Du willst es haben? Ich will es Duplo haben. Zum ersten. 70 Euro zum zweiten, 70 Euro zum dritten und dann verkauft an Brody. Ich muss selbst aufschreiben, dass ich weiß, wie viel Geld ich noch habe. Produkt 2, Klapptoilette, weiß mit Pop-Up. So sieht das gute Stück aus. Oh, edel. Ein edles Stück, wasserdicht, Artikelgewicht 5 Kilogramm, Größe 120 x 120 x 190 cm. Ja, weil also wenn du 2 Meter groß bist, ist halt... Du sitzt, ja. Du sitzt, ja. Ja, kann man drüber schreiben. Weiße Klapptoilette, umweltschonend, da kein Wasser benötigt wird. Schnell einsatzbereit und verstaubar. Lieferumfang, ein Duschzelt, eine Klapptoilette weiß, 6 Beutel. Keine Kundenbewertung. Sie haben gefragt gerade, geht das für Seven vs. Wild? Zählt als 2 Gegenstände, was ist Klo und Zelt? 10. 40. 40 Euro. Geht schon los. 50. 50 Euro von Marcel. Ich bin raus. 55. 55. Ja. 55 zum 60 zum ersten. 65 zum ersten. Ja, ja. 65 zum zweiten. 65 zum dritten und verkauft an Marv. Yay! Yeah! Ich hätte 70 sagen können, aber nee. Das wäre 20 Euro zu viel gewesen. Hä, die ist bei mir schon in der Dings. Ja, wahrscheinlich. Damit hast du noch 935 Euro. Oh, Marvin, das sehe ich hier. Du hast noch 935 Euro. Ja. Lass dein Portemonnaie mal nicht so offen liegen hier. Ja, hallo, guck nicht auf mein Portemonnaie. Produkt Nummer 3. Energy Autobett mit LED-Beleuchtung. Oh. Ihr wollt es alle. Boah, das will ich echt haben. Ihr wollt es alle. Ja. Größe 105 x 60 x 225 cm. Hey, ist sogar übelst geil. Das ist nicht für Kinder, das ist schon für Erwachsene. Rein. Ist ausschließlich für Erwachsene, würde ich sagen. Ja. Material Holz, detailgetreue Motive an der Seite. Ein sportlicher Heckspoiler, der als Ablage verwendet werden kann. Oh. Ja. Für die Kondome. 46 4,4 von 5 Sternen. Ein schönes Bett für kleine Rennfahrer. Oder große Rennfahrer natürlich. Wir haben es für unser Enkelkind bestellt. Versand und Aufbau waren okay. 200, sage ich. 200 ist das Startgebot. 250. 250 Euro. 255. 255 Euro. 270. 275. 350. 350. Okay. 355. Nochmal, der kann nicht fahren. 350 Euro ist das letzte Gebot. 365. 365. Leute, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. 365 ja. Euro. Ring Löwenkopf für Herren aus vergoldetem Edelstahl. Oha. Ah, okay. Material Edelstahl. Ringgröße 66 in Klammern 21,0. Ja. Oh, das ist, glaube ich, groß. Artikelgewicht 90 Gramm.
Nummer 26.366 in Schmuck bei Amazon. Also in der Rangliste. Kundenbewertung 3,9 von 5 Sternen. Krank. Und der Preis ist durchaus in Ordnung. Auch die Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Ist auf alle Fälle auffällig. Ah. Ja, wenn du den am Schnippi hast, dann guckt er auch erstmal jeder hin. Ich schmeiß mal 20 Euro rein. 30, sag ich mal. 30 Euro von Brody. 50. 50 Euro von 50 zum Ersten. 55 zum Ersten. 55 zum 60 zum Ersten. 60 zum Zweiten. 60 zum Dritten. Verkauft an Marcel. Jungs, ich gewinne das. Ich habe noch nichts ausgegeben. Homcom Kinderklavier. Oh, übelst schick. Ist ein Banger. Ja. Artikelmaße 48x39x69 cm. Das Klavier für Kinder ist für 3 bis 9 Jahre geeignet. Auf 37 Tasten können ihre Kinder ganze Lieder komponieren. Ja. Mit LED-Leuchten, die beim Spielen flimmern. Oh. 3 Führungsmodelle, 8 Rhythmen, 8 Arten von Musikinstrumenten, 4 Schlagzeugfunktionen, 22 Demo-Lieder, Musik abspielen mit USB-Stick, MP3-Player. 4,2 Sterne. Wirklich ganz toll. Es ist schön laut. Hahaha. Ha, ha. 50, sage ich. 50 Euro für das Kinderklavier. Also ich würde sagen, 80 Euro ist das Ding gut bezahlt. 80 zum Ersten. 85. Oh. 85 zum Ersten. Will ich das haben? Nee. 50 zum Ersten. Ja. 90 zum Zweiten. 90 zum Dritten. Es geht an Marv. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Kauf. Damit 845. Hast du 845. Das smarte Boss. Ich rechne das mit dem Taschenrechner auch. Wie ja, ich auch. Ah, perfekt. Produkt Nummer 6. Wie viele Produkte hast du insgesamt? 8. Oh Frank, du kannst doch kaufen. Ja, ja. Ich habe ihn wieder. Giant Kuscheltier. Baby, das ist der. Der ist schon groß. Der Mensch ist nicht mit innen begriffen. Ja. Ich habe welche gesehen, die waren aber kleiner. Okay. Ein 200 cm großer Riesenteddybär mit Puh-Schaum gefüttert. Wie Polyurethan. Okay, danke. Dass also Plastik. Fest und weich ist. Ja. Die Lieferung erfolgt oft vor dem angekündigten Datum. Weird Flex. Dieses Stofftier wird in Frankreich hergestellt und eignet sich für verschiedene Anlässe. Artikelgewicht 8 Kilogramm. Anzahl der Spieler 1. Hä? 1 der Spieler? 4,8 von 5 Sternen ist eine Hausnummer. Der Teddy sieht überhaupt nicht so aus wie auf dem Bild. Sowohl vom Gesicht her als auch von der Fülle her. War der Top-Kommentar. Aber 4,8 Sterne, wahrscheinlich viel gekauft. Ich fange mal bei 30 an. 30 Euro, wie so oft, das Startgebot von Rory. In Marcel 40er nehme ich. Dann mache ich 45. 45. Ich gehe auf 60 hoch. 70. 75. 75 Euro. Geht jemand über 75 Euro? Die 80 mache ich. Ach, Kacke. 80 zum Ersten. 80 zum Zweiten. Nee, ich bin 85. 85 zum Ersten. Frank, 90, los! Nee, 85 zum Zweiten. Ich fand 80 schon. 85 zum Dritten. Oh, ich habe mich schon gesehen in dem riesen 85. Bett mit Duplo und dem Teddybär. Habe ich schon gesehen, aber schade. Produkt 7. Rütyu Teesieb aus Keramik. Teekessel mit Edelstahl. Teesieb. So sieht das aus. Das Teekannen-Set aus Gusseisen kann das Eisenelement dem menschlichen Körper nachfüllen. Lass ich so stehen. Was? Volle Kapazität 800 Milliliter. Empfohlene Kapazität 560 nur. Also nutzt das Ding nicht komplett aus. Das ist gefährlich. Das Filternetz ist dicht, sodass lose Teeblätter nicht auslaufen. Perfekt. Geschirrspülmittel wird nicht empfohlen. Einfach mit Wasser reinigen, genügt. Keine Bewertungen bis jetzt. 30. 30 Euro. 30. 40. Geht jemand über 40 Euro? 45. 50. 50. Zum Ersten. Da sehe ich mich doch. Ich muss aber 20 irgendwo zu zweiten. War ein Brody, oder? Ja, ich war das, ja. 1000 auf das Letzte. So, wer hat denn noch am meisten? Marv hat noch 845. Frank hat noch 1000. Brody 515. Marcel 855. Dann reicht mir 860. Dann habe ich das ja auf jeden Fall safe. Ja. Mal gucken, ob dir das letzte Produkt zusagt. Jetzt so ein Kilo Feder oder sowas. Balkonschirm. Für 800. Wir haben 180 Zentimeter. Der Balkonschirm ist mehrfarbig. Ah, perfekt. Dieser ist von 1 Meter bis 1,97. Ich bin verstellbar. Ich weiß nicht, wie so 1,80 groß ist. Sonnenschirm auch eine Knickgelenk. Ja, das Gestell ist weiß Pulver beschichtet. Hat 1,2-teiligen Stock. Eieiei. 3,9 von 5 Stock. Das fand ich mal gut. Ich hab den Sandkasten gekauft. Die Farben sind wunderschön und leuchten richtig durch die Sonne. Doch WLAN oder sowas? 10 Euro. 15. Okay. Damit geht jemand über 15 Euro. Dann doppel ich 30. 30 Euro. Nee, ich kaufe jetzt nicht weiter. Zum Ersten. 30 Euro zum Zweiten.
30 Euro zum dritten. Es geht ja nachher um die Gesamtsumme, die du hast. Sagen wir, ich kriege meine 30 wieder raus. Ja, hast du 1000? Ja. Wir gehen zur Punktevergabe. Die Feuerwehrstation wurde gekauft von Brody mit 70 Euro. Der richtige Wert 89,99. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das kleine Klöchen, ja. Wurde gekauft mit 65 Euro von Marv. Ja, Camping ist teuer. 77,90 Euro. Oh. Nicht schlecht. Das. Oh, jetzt. Nicht Bett. Wurde gekauft von Brody mit 365 Euro. Jeden Tag im Jahr einen Euro sparen dafür. Ah, scheiße. Euro. Ich würde es trotzdem für 300 kaufen. Gleicht auch deinen ersten Kauf nicht mehr aus. Ich muss sagen, ist günstig. Ist günstig, ja. Kann man sich mal mitnehmen. Hey, das mache ich wirklich, glaube ich. Gekauft für 60 Euro von Marcel, hat einen Wert auf Amazon von 40,90 Euro. 40, da sind sie doch, Marcel, die 40. Leicht daneben. Mal gucken, wie weit ihr daneben seid. Mit dem Piano. Gekauft von Marv. Hat er 90 Euro reingesteckt. Miese. Gut gekauft. Es ist leider etwas zu viel. Oh. 82,90 Euro. Ja, ist okay. Verkraftbar, würde ich sagen. Der Teddybär. Gekauft von Marcel. 85 Euro. 99. Oh. 99. Runde diesmal. Also ihr seid nicht schlecht. Das Bett hat ein bisschen verkackt jetzt, aber das eigentlich. Das war ein kleiner Ausreißer. Ja. Der Teekessel. Den wollte ich unbedingt haben. Brody? Ja. 50 Euro. Yes. 100, jo! Das nice. Das war der Banger. Ja, aber trotzdem, das Bett geht nicht mehr rein. Aber jetzt kommt auch noch ein ganz interessanter Kauf. Ja, Frank, 30 Euro für den Regenschirm, Sonnenschirm. 30 Euro und 35. Okay, aber ihr müsst erstmal an meine 970 rankommen. Ich verkünde die Punkte. Marv hat einen Gesamtwert jetzt von 1.000 Euro und 6, also 6 Euro plus gemacht mit deinen Käufen. 6 Euro Frank, plus, der Geschäftsmann. Frank hat leider etwas Minus gemacht, ist jetzt bei 985 Euro. Ich bin noch weit unter drunter. Brody hat etwas mehr Minus gemacht, ist jetzt bei 856 Euro. Aber ich habe ein geiles Bett. Marcel hat auch leicht Minus gemacht, wenn nicht so viel wie Frank und Brody, ist mit 995 dabei. Damit gewinnt aber Marv auch die zweite Runde mit 1.006 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Krank. Würde ich sagen. Brody Fly, meine Identität, die bleibt geheim. Rette, wenn die beiden Keks versagen, jeder weiß, ich flye heim.